Mir ist heute, hallo erstmal, mir ist heute aus gegebenem Anlass bewusst geworden, dass, wenn man sich ein halbes Hähnchen kauft, man gezwungenermaßen sein Essen mit irgendjemand Wildfremdem teilt. Die haben noch was vor sich. Die werden sich noch genug was amüsieren. Du lieber Jesus, ich dachte, ich sollte auch was von abkriegen. Und wenn man auch ein Brocken für mich übrig geblieben wäre, dass ich mich noch mindestens einmal ordentlich satt essen könnte. Und nun lieg ich einer hier und verreck und hör zu, wie die anderen das Vergnügen haben. Vitek ging wieder schlafen. Wenn man doch mindestens die Augen satt sehen könnte. Wenn doch, ermattet, verstummte er. Und keute in seinem Innern sein Leid wieder. Stille, schüchterne Klagen, die in seiner Brust hin und her flatterten wie geflügellahme Vögelein und schmerzvoll zirpten. Möge es ihnen wohl bekommen, dass sie wenigstens was vom Leben haben, dachte er, den Kopf des Hundes streicheln. Das Fieber umnebelte ihn immer mehr, und um Schutz zu finden, fing er an, das Gebet zu murmeln und sich Jesu Barmherzigkeit warm anzuempfehlen. Auf Gnade und Ungnade, aber er vergaß, was er sagen wollte. Der Schlaf überfiel ihn immer wieder und die Reihenfolge seiner geflüsterten Worte, die von Bitten und Tränen geschwellt waren, zerriss und verstreute sich wie eine knallrote Korallenschnur, so dass er die einzelnen Perlen zusammenraffen wollte. So sichtbar rollten sie über seinen Schafspelz, doch alles entschwand ihm, er schlief ein. Manchmal wachte er auf, ließ den leeren Blick schleifen, und ohne etwas wahrzunehmen, sank er und stürzte wieder in die tote, leichenstarre Dunkelheit zurück. Dann wieder stöhnte er und schrie im Schlaf, dass die Pferde schnaubend an den Ketten rissen. Das brachte ihn wieder etwas zur Besinnung und er richtete den Kopf ein wenig auf. Jesus, mindestens noch den Tag erleben, jammerte er angstvoll und ließ die Blicke durchs Fensterchen gehen, um in der Welt den kommenden Tag zu suchen. Nach der Sonne spähte er am grauen Himmel, der mit erblassenden Sternen beschlagen war. Aber der Tag war noch weit. Der Stall war versunken und im trüben, dunstigen Licht der Morgendämmerung, so dass schon Umrisse der Pferde sich abzeichnen und die Raufen an den Fenstern wie Rippen gegen das Licht zu sehen waren. Er konnte nicht mehr einschlafen, denn neue Schmerzen überkamen ihn. Sie glitten ihm ins Bein wie Knüttelstöcke, trieben es auseinander, bohrten und brannten, als ob ihm einer mit lebender Glut die Wunden betreute, so dass er sich plötzlich emporriss und aus ganzer Kraft zu schreien begann, bis Vitek davon aufwachte und hereingestürzt kam. »Ich tu sterben! Ich tu sterben! Es schmerzt so in mir!« Die Krankheit wächst sich aus und tut mich erwürgen. Vitek, lauf Ambrosius holen, o Jesus oder Gusche, vielleicht helfen sie was, denn ich mach es nicht mehr. Die letzte Stunde kommt schon über mich. Die letzte Zeit. Er brach in ein furchtbares Weinen aus, wühlte das Gesicht ins Stroh und schluchzte bang und schwer. Und Vitek lief trotz seiner Schläfrigkeit zum Hochzeitshaus zurück. Sie waren immer noch im vollen Tanz. Ambrosius aber war besoffen und stand, wie es bei ihm immer so war, mitten auf der Dorfstraße vor dem Haus, torkelte hin und her zwischen Weiher und Zaun und sang sich ein. Vergeblich flehte ihn Vitek an und zerrte ihn am Ärmel. Der Alte war wie taub und wusste nichts mehr von sich. Er wankte nur und sang verbohrt immerzu dasselbe Lied. Jetzt lief Vitek zu Gusche, da sie Erfahrungen in Krankheiten hatte. Doch sie saß mit den Gevatterinnen in der Kammer und sie tranken einander mit dem Kubnik dermaßen zu, taten sich so gütlich am Bier, dass sie alle auf einmal redeten und Gesänge jaulten. Es war nichts mit ihr zu reden. Immer wieder wimmerte Vitek, dass sie doch zu Jakob kommen müsse, bis ihm schließlich zur Tür hinausschmiss und ihn mit der Faust noch ein paar nachknuffte. Nachdem er so viel erreicht hatte, rannte er weinend zum Stall zurück. Da aber Jakob gerade schon wieder eingeschlafen war, so wühlte er sich ins Stroh hinein, zog einen alten Fetzen über den Kopf und schlief ein. Eine gute Zeit nach dem Frühstück weckte ihn das Brüllen der hungrigen und ungemelkten Kühe auf und dazu das Keifen Gusches.
die, wie die anderen, die Zeit verschlafen hatte und durch das Geschrei in der Wirtschaft wieder gut zu machen versuchte. Erst nachdem sie etwas Arbeit abgewälzt hatte, sah sie nach Jakob. »Helf mir doch, ratet mir doch«, bat er leise. »Heirat dir eine Junge an, dann wirst du gleich auskuriert sein«, fing sie vergnügt an, als sie aber sein blau angelaufenes, geschwollenes Gesicht sah, wurde sie merklich ernster. »Einen Priester brauchst du mehr als einen Arzt.« »Was soll ich dir da helfen? Besprechen könnte ich, beräuchern, aber das wird helfen.« »Aber wird das helfen?« »Es scheint mir, dass du die Todkrankheit hast, die reine Todkrankheit.« »Soll ich denn sterben?« »Das steht in Gottes Macht, aber mir deucht, dass du der Knochenfrau nicht mehr entwichst.« »Sterben soll ich, sagt ihr?« »Nach Hochwürden müsste man schicken, wie...« »Hochwürden«, stieß er erstaunt hervor, »Hochwürden hierher bringen, in den Stall, zu mir? Was kommt euch an?« »Was denn? Ist doch nicht der Zucker. Der ist doch nicht aus Zucker. Der wird sich hier schon kein Pferdemist nicht auflösen. Dazu ist er doch Priester, dass er kommt, wo man ihn zu einem Kranken ruft.« »Jesus, und ich sollte die Frechheit haben, zu mir in diesen Mist? Bist du dumm wie ein Schaf?« Sie zuckte mit den Achseln und ging davon. »Selbst dumm, weiß nicht, was sie redet«, brummte er, arg empört, fiel schwer auf sein Lager zurück und sann noch lange nach. »Hat sich was, das Frauenzimmer, Hale. Hochwürden der Liebe spaziert sich im Zimmern herum, liest aus Büchern, redet mit dem lieben Gott, und mir zu soll man ihn rufen? Diese Frauen, nur um die Zunge laufen zu lassen. Dumme!« So blieb er denn einsam liegen, und es war, als ob sie ihn vergessen hätten. Zuweilen nur ließ sich der Witek blicken, um den Pferden Hafer auszuschütten oder sie zu tränken. Dann reichte er auch noch ihm Wasser und verschwand bald wieder. Er lief zurück ins Hochzeitshaus, wo sich die Gäste allmählich zur Brauteinholung einzufinden begannen. Zuweilen stürzte auch Fine herein und steckte Jakob ein Stück vom Hochzeitskuchen zu. Sie plapperte, schnarrte, füllte den Stall mit Geschrei, so daß die Hühner auf den Staffeln erschrocken zu gackeln anfingen, und rannte schnell davon. Natürlich, die konnte gut rennen, denn man amüsierte sich da schon nicht schlecht. Die Musik dröhnte ja durch die Wände und frohes Geschrei und Singen kam von daher. Jakob lag still, denn von Zeit zu Zeit packten ihn von ungefähr die Schmerzen. So horchte er denn nur hin und hin und suchte zu erkennen, was sie sich da amüsierten. Dabei redete er mal mit Vaupa, der ihn nicht für einen Augenblick verließ und gleichsam mit ihm Fines Kuchen verzehrte. Er schnalzte zu den Pferden hinüber und redete mit ihnen, bis sie freudig wieherten und die Köpfe vor den Krippen nach ihm drehten. Die Jungstute riss sich sogar vom Halfter los und kam bis an die Pritsche zu schäkern und die feuchten, warmen Nüstern an sein Gesicht zu treiben. »Bist mager geworden, mein armes, mager«, er streichelte sie zärtlich und küsste sie auf die geblähten Nüstern. »Hab man keine Angst, bald werde ich schon gesund, dann will ich dir die Flanken wieder rund machen, und wenn es mit reinem Hafer sein soll.« Er wurde bald wieder still und blickte gedankenlos auf die schwärzlichen Aststellen, von denen an den Wänden Harz heruntergeronnen war, wie erstarrte blutige Tränen. Der blasse Sonnentag schaute mit stillen Augen durch die Ritzen, durch die aufgesperrte Tür aber ergoss sich ein Strom flirrender, blitzender Helligkeit, die wie goldenen Spinnweben der Stoppelfelder war, die Fliegen schwirrten darin mit einem taumeligen, schläfrigen Summen. Stunden auf Stunden gingen dahin, schleppten sich langsam vorüber, wie blinde, lahme Bettler, die mühselig über schlimme Sandwege ziehen, zogen im Schweigen vorüber oder waren wie ein Stein, der ins Bodenlose fällt und stützt, sich verliert, entschwindet, dass selbst das Auge ihn nicht mehr greifen kann. Manchmal nur stürmte ein Haufen schilpender Spatzen in den Stall und machte sich keck über die Krippen her. »Was für verständige Biester«, flüsterte er, »so ein Vöglein, und der Herr Jesus gibt ihm den Verstand, dass es weiß, wo die Nahrung zu finden ist. Ruhig, Vaupa, lass sie sich satt essen und durchhelfen, die armen Dinger. Auch für sie kommt der Winter.« Er besänftigte den Hund, der aufgesprungen war, die Räuber fortzujagen. Auf dem Hof fingen die Schweine an zu quieken und sich gegen die Ecken der Stallwand zu reiben, so daß das ganze Gebäude bebte, und danach schoben sie ihre langen, dreckigen Rüssel durch die Tür und grunzten.
Treib sie raus, Wauper, dieses Lungervolk. Da, die haben sie, nie haben sie genug. Kaum waren sie weg, da begannen die Hühner am Eingang zu gackern und ein großer roter Hahn guckte behutsam herein, wich zurück, schlug mit den Flügeln und krähte, bis er plötzlich frech über die Schwelle sprang und sich über den Kober voll Hafer machte, und hinter ihm her erschienen seine Hühner. Aber sie kamen nicht zum rechten Fressen, denn ein Trupp schnatternder Gänse tauchte auf. Es flimmerten auf der Schwelle die roten, zischenden Schnäbel und die langgestreckten Hälse bewegten sich hin und her.